Unser politischer Kontrahent ist zuallererst die CDU, weil mit der CDU all das, was Sie auch gerade für die SPD beschrieben haben, nicht durchsetzen lässt, haben sich nicht durchsetzen lässt. Im Moment ist die SPD mit der CDU in einer Bundesregierung. Das heißt, natürlich, wenn wir erstmal abwarten, wie der Wahlkampf läuft, wie sich die SPD weiter positioniert. Aber das, was Sie meinen ja das Zukunftsprogramm der SPD, was jetzt neu veröffentlicht worden ist, durchaus ja zeigt, dass sich die SPD aus unserer Sicht in eine Richtung entwickelt, wo man sagen kann, da gibt es mehr Gemeinsamkeiten als vorher. Und das sehen wir durchaus. Das geht uns naturgemäß als Linken nicht weit genug. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern wir sehen, dass sich die SPD bewegt. Insofern bin ich da trotzdem entspannt, was den Wahlkampf angeht. Wenn es eine Mehrheit gibt aus SPD, Grünen und Linken nach der Bundestagswahl, natürlich sind dann alle drei Parteien in der Verantwortung, darüber zu reden, ob man aus dieser Mehrheit einen Politikwechsel machen kann. Aber der muss es dann auch sein. Also, und es muss ein Politikwechsel sein. Und deshalb stellt sich ja auch die Frage an SPD und Grüne, ob sie bereit sind, eben zum Beispiel eine eine Grundsicherung eben durchzusetzen, die armutsfest ist. Ob sie bereit ist, Rentenreformen anzustoßen, die dafür sorgen, dass kein Mensch in Armut lebt. Ob sie bereit sind, eine Umverteilung von oben nach unten anzustoßen, weil die werden wir brauchen. Ja? Also irgendwann ist ja auch die Frage, wer zahlt das hier alles? Und da kann man die Mehrwertsteuer noch zweimal erhöhen. Das finden wir falsch, weil es unsozial ist. Oder man kann endlich anfangen, die hohen Vermögen vernünftig zu besteuern. Ich möchte, dass die Bundesregierung die Klimaschutzziele endlich ernst nimmt. Ja? Also dem NATO-2-Prozent-Ziel fühlt man sich verpflichtet. Aber internationalen Verträgen über die Klimaschutzziele, die sind dieser Bundesregierung schnurzpiepegal. Und deswegen finde ich, an den inhaltlichen Fragen muss man die Positionen diskutieren und eben auch friedliche Außenpolitik, also eine Abkehr davon, dass Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur dieser Welt ist und Waffen in alle Welt liefert. All das sind Punkte. Es geht um bezahlbares Wohnen, es geht um eine gute Ausstattung der öffentlichen Infrastruktur, Krankenhäuser in öffentlicher Hand, Fallpauschalensystem. Also es gibt eine ganze Menge Punkte, finde ich, die man da diskutieren müsste und könnte. Und deswegen sage ich, die Inhalte sind entscheidend. Was wir brauchen, ist ein Politik Wechsel und die Linke steht für Veränderung. Wir wollen die Gesellschaft verändern. Und wenn das möglich ist in einer Regierungskoalition, dann ja, und wenn nicht, dann machen wir aus der Opposition weiter Druck. So oder so bin ich der festen Überzeugung, unabhängig davon, wer regiert, gesellschaftlichen Druck brauchen wir, weil ohne dass die Zivilgesellschaft, die Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen Druck machen, wird sich alleine nichts zum Besseren verändern. Das sehen wir ja in Berlin jetzt auch ganz schön mit dem Mietendeckel. Das ist eine wichtige Errungenschaft, aber dafür gab es eben auch den Druck aus den Mieterinitiativen zum Beispiel. Und deswegen ist das meine Position dazu und das entscheiden die Inhalte. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, tief in das Programm reinzuschauen. Was ich gelesen habe, bestätigt, dass die SPD in sozialpolitischen Fragen sehr dicht bei uns ist. Die Beschlusslage bzw. die programmatische Lage entspricht sich oder ähnelt sich in weiten Teilen. Das betrifft auch die Aussagen zu Hartz IV. Wir haben vor 2 Jahren einen großen Vorschlag gemacht, der dann auch noch jetzt von der Fraktion noch mal konkretisiert wurde, eine Garantiesicherung einzuführen. Sie ist weitergehend als das, was die SPD vorschlägt. Wir wollen die Abschaffung von Sanktionen. Vor allem allerdings wollen wir bessere Zuverdienstmöglichkeiten, also ein integrativer Einsatz der Menschen in Arbeitslosigkeit ermutigt, Tätigkeiten, Jobs aufzunehmen und sie nicht dafür quasi bestraft, wenn sie arbeiten. Aber die Laufrichtung in den sozialpolitischen Fragen ist zwischen SPD und Grünen sehr, sehr ähnlich. In den klimapolitischen Fragen allerdings ist das, was ich gesehen habe, erstaunlich verzagt und ambitionslos. Bei den ökologischen Subventionen, bei CO2-Preis, bei Kohleausstieg, bei Verbrennungsmotor vermisse ich jede Konkretion und über den Status quo hinausgehende Aussagen. Das wird nicht reichen, um die Erderhitzung zu bremsen, beziehungsweise die technologische und ökonomische Entwicklung in Deutschland ökologisch auszurichten. Und ich habe ebenfalls wahrgenommen, dass die SPD bei den Zukunftsinvestitionen, und das hier ist ja unmittelbar damit verbunden, also mit der Möglichkeit, weitere Kredite aufzunehmen, um die Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder zu finanzieren, ebenfalls erstaunlich verzagt bleibt. Also Ähnlichkeit und Parallelität in den sozialpolitischen Beschlusslagen und Aussagen, Verzagtheit bei der SPD, bei Klimaschutz und bei Zukunftsinvestitionen.
Die SPD zieht ganz klar mit der Forderung nach einer Vermögensteuer in den Wahlkampf, was Sie ja auch tun wollen. Und Sie haben neulich in einem Interview dafür geworben, dass man dieses Thema mit Bildungsinvestitionen in Verbindung bringt. Können Sie mir erklären, warum Ihnen diese Kopplung vorschwebt? Also warum muss eine Vermögensteuer an Bildungsinvestitionen geknüpft sein? Ich habe mich in dem Interview auf die entsprechenden Passagen im Grundsatzprogramm bezogen, die einerseits sagen, wir brauchen eine höhere Besteuerung von Vermögen und andererseits darauf hinweisen, dass wir mehr Ausgaben für Bildung brauchen. Und im Grundsatzprogramm selbst ist schon der Konnex geschaffen worden, dass da die vermögensbezogenen Steuern, Erbschaftsvermögensteuer, ja Ländersteuern sind, sie gehen in die Länder und die Bildungsaufgabe ebenfalls Länderaufgabe sind, dass da ein Konnex besteht. Und der scheint mir auch naheliegend und richtig zu sein, so wie es im Grundsatzprogramm beschlossen wurde. Ich ahnte, dass die Frage kommt, wenn Sie wollen, lese ich das nochmal vor. Ansonsten reichen wir nochmal die entsprechenden Passagen und Paragraphen im Grundsatzprogramm nach. Aber in der Sache selbst ist das, finde ich, die stärkste Begründung dafür. Wir wissen, dass der Bildungsabschluss maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie ökonomisch erfolgreich ein Leben sein kann. Und entsprechend wäre der ökonomische Erfolg, also die Besteuerung von sehr hohen Vermögen, ein Beitrag zur gerechten Finanzierung im Bildungsbereich.